Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, ist ein Paket angekommen, denn ich habe eine neue Monster High. Besser gesagt, zwei neue, weil, ja, ist ein Paket, aber sind zwei halt drin. Und ich freue mich mega und das packen wir jetzt mal aus. Und ihr könnt schon sehen, es ist wieder von Welcome to Monster High eine Serie. Es ist das Zweier-Pack mit Monica Decay und Draculaura. So sieht die Verpackung aus. Mega schön. Hier ist Glitzer, was ich mega toll finde. Hier steht ein Monster High. Hier ist die CD Monster High. Welcome to Monster High habe ich schon geguckt. Der Film ist mega cool. Hier steht Willkommen an der Monster High. Hier ist so eine Fotokollage, mega schön. Hier steht Draculaura und Monica Decay. Hier sind so Fotos. Und hier stehen so ein paar Dinge, aber nichts auf Deutsch. Ja, jetzt drehen wir die Verpackung mal um. Aber man kann hier nochmal im Hintergrund so einen Partyraum erkennen. Hier steht noch was, zum Beispiel hier Tochter von Dracula und Tochter vom Zombie. Hier ist dann die Verpackung von hinten, mega schön. Hier ist halt Monica und Draculaura. Draculaura ist die Tochter von Dracula und Monica ist die Tochter von den Zombies. Hier steht dann nochmal Willkommen zum Monster High. Hier ist die neue Monster High. Und hier steht dann auch noch was. Da steht, die Monsterfreundinnen haben es satt, im Verborgenen zu leben und erschaffen eine Schule, an der alle Monster willkommen sind. Als Monika sich den Popstar Ari schnappt, müssen sich die Monsterfreundinnen aufmachen, um Ari zu retten und zur Monster High zurückzubringen. Und zwar gerade noch rechtzeitig, bevor die große Party beginnt. Hier sieht man noch, dass überall auf dem Boden halt so, ja, Luftballons sind in Pink, in Schwarz und in Weiß und in Lila. Und dann packen wir die beiden Hübschen mal gleich aus, wenn ich euch noch die Seiten gezeigt habe. Hier ist nochmal diese Fotokollage. Hier steht Dracula und Monika und hier ist Monster High. Auf der anderen Seite ist es einfach nur durchsichtig und da ist nichts drauf gedruckt. Auf dem Boden sieht man auch nochmal so Glitzer und Spinnnetze. Dann packen wir sie mal aus. Ja, das ist Monika und das ist Draculaura. Die beiden sind mega schön. Also ich finde sie super. Ich bin so happy, dass ich sie habe. Und ich habe dafür gerade mal 33, naja, 31 oder 32 € bezahlt. Das ist nichts, finde ich, für solche hübschen Puppen. Und halt die Einzel, die Monika, kostet 28 € und dachte ich mir, die 8, 7 € die tust du wohl dazu und hast dann noch diese coole Draculaura dabei. Und weil ich sie mal eins doch nicht kaufen wollte. Und dann habe ich gedacht, im Zweierpack sieht es ganz süß aus. Dann nehme ich doch dann das Zweierpack. Ja, fangen wir an. Also, beide haben sehr lange Haare. Sie hat so, ist jetzt so in dieses Metallic-Farben, ne? Also, sie hat jetzt dieses, ja, so rosa-grau, lila-grau. Also, dieses Graufarben ist ja so in. Und die ist halt so lila-grau. So ein bisschen verwaschen. Das finde ich mega geil. Und dann halt so eine grüne Strähne im Haar. Draculaura hat schwarze Haare. Und eine pinke Strähne im Haar und die Haare zur Seite geflochten vor allem, einfach nur zur Seite als Zopf. Dann hat sie einen Pony, der ist gegelt, also richtig fest. Den würde ich auch nicht rausmachen, sonst sieht das noch nicht aus. Und da sind auch zwei pinke Strähnen drin. Monika hat eine graue Haut und Dracula auch eine pinke Haut. Monika hat grüne Augen, mega strahlend grüne Augen, was ich richtig schön finde. Und Dracula, wie wir es gewohnt sind, so lila bis pink leuchtende Augen, ja. Aber auch richtig süß mit blauen Lidschatten. Sie hat lilanen Lidschatten. Sie hat so ein bisschen so einen arroganten Blick. Das finde ich ja nicht voll cool. Lilane Lippen. Und Draculaura hat pinke Lippen mit ihren Zähnchen. Und hat auf ihrer rechten Wange ein rosanes Herzchen. Beide haben ein bisschen Rouge. Bei ihr sieht man das mehr als bei ihr, finde ich. Jetzt so. In der Kamera wirkt das, glaube ich, bei beiden nicht viel. Ihre Ohrringe, Draculaura hat so blaue Ohrringe mit Herzchen dran. Und Monika hat Wurmohrringe. Ich glaube, die gehen ins Gehirn rein. Das finde ich voll eklig bei der Puppe. Aber finde ich ja ganz cool gemacht.
Monika hat eine pinke Kette mit pinken Rippen dran, wenn ihr das erkennen könnt, was ich ziemlich eklig finde. Dann hat sie eine grüne Jacke an mit schwarzen Punkten und Totenköpfe mit grünen Schleifen. Das kann man, glaube ich, ein bisschen sehen. Ich weiß es nicht. Ja, dann hat sie ein gelbes Oberteil, was so ein bisschen noch so leicht mit Schatten so Rippen darstellen soll. Ein Gehirngürtel mit einem Monster-High-Zeichen als Schnalle. Ja. Draculauras Oberteil ist schwarz und halt so Netz. Dann geht das halt in ein Kleid rein mit schwarzen Fledermäusen. Eigentlich ist auf dem Kleid sind nur schwarze Fledermäuse mit, also blauem Rande halt. Sie hat einen blauen Gürtel, das ist so ein, ja, so ein blaues Herzgürtel mit Zähnchen und halt Flügeln. Finde ich sehr cute. Und das Kleid geht ihr halt bis zum Knie. Monika hat wieder ein Rippengehirn-Armband, während Draculaura ein Fledermaus-Armband hat in Blau, was ziemlich süß aussieht und das super zu ihrem Gürtel und zu ihrem Ohrring und zu ihrem Lidschatten passt. Monika hat eine Gehirntasche, die man halt auch aufmachen kann. Das ist so eine, ja, es soll halt einfach so wie so Nähte darstellen. Die Tasche hat halt komischerweise, ist sie so eingeschnitten. Das war schon die ganze Zeit so, aber ein bisschen hier. So, ist es hier auch, oder? Ja. Hier, so sieht man das auch. Ich weiß nicht, ob das so muss, aber das macht die Tasche instabil, also geht die ja nicht kaputt schnell. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben. Draculaura hat eine pinke Tasche mit Flügeln und Beißerchen und der Henkel von der Tasche ist eine Fledermaus in Pink. Die Hose von Monika ist schwarz mit weiß-grauen Flecken und ihre Schuhe sind pink mit Gehirnabsätzen und generell ist der ganze Boot aus Gehirn, außer halt die Schnüre. Es sind Gott sei Dank keine Gehirnmasse oder sonstige Sachen. Bei Draculaura sind es einfach nur ganz normale schwarze Boots. Und vorne sind da halt Herzchen mit Flügeln drauf. Und der Absatz sieht auch ganz witzig aus. Wenn er scharf macht, könnt ihr es sehen. Ich warte. Ja, so halt. Auch dabei war eine Bürste. Das war's dann auch schon mit der Review von Monika, die Kay und Draculaura auch Drag genannt. In dem Monster High Film Welcome to Monster High hört man ganz oft, wie der Vater und ihre Freunde sie Drag nennen. Am Anfang dachte ich, hä, heißt die jetzt anders? Aber nee, das ist ihr Spitzname. Und dann sage ich, abonnieren, kommentieren, liken. Bis zum nächsten Mal. Bye.